Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder eine neue Folge von Schoki Banuki beschwert sich. Heute habe ich eine Story, die echt der Knaller ist eigentlich. Ich habe über DHL habe ich ein Paket versendet an einen Kunden. Wie manche ja wissen, arbeite ich ja als Autor und da habe ich Bücher verschickt. Es waren irgendwie so 20, 30 Bücher in dem Paket. Hardcover-Bücher und Paket ordentlich verpackt, so wie man halt Pakete verpackt. Und der Kunde ruft mich an und sagt, hier, die Bücher sind teilweise angedotzt, wir wollen die gerne verschenken und deswegen ist jetzt doof, da müssen wir eine Reklamation aussprechen. Aber nur zu Ihrer Information, der Paketdienst, also der Briefträger, der Zulieferer, der hat das Paket vor unseren Augen auf die Erde geschmissen und deswegen ist es kaputt gegangen. Also es ist nicht ihre Schuld, aber der Paketdienst hat es halt hingeschmissen und deswegen sind die Bücher angedotzt und 10 davon sind so unschön und deswegen würden wir die gerne austauschen. Okay, alles klar, haben wir gemacht, kein Problem. Ich habe aber bei DHL angerufen und habe denen gesagt, pass mal auf, so und so ist das passiert. Und dann sagt DHL zu mir, ja, sie müssen die ja ordentlich verpacken. Sag ich, ja, ich habe die ja ordentlich verpackt, aber jetzt mal ehrlich, wenn ihr Mitarbeiter die Pakete hinschmeißt, vorm Kunden, unter Augenzeugen, hinschmeißt, auf die Erde und dadurch der Inhalt zerstört wird oder angedotzt wird oder kaputt geht, dann ist es ja nicht meine Schuld. Und dann sagt der Kollege von der DHL, doch, das müssen Sie gewährleisten, dass das Paket oder der Inhalt nicht beschädigt wird. Und dann habe ich angefangen zu lachen und habe gesagt, also ehrlich, jetzt mal ohne Spaß, Sie schmeißen es hin und ich bin dran schuld oder was? Das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein gerade. Und dann hat der Kollege von der DHL am Telefonservice etwas gemacht, was ich nicht glauben kann, wo ich gedacht habe, das kann jetzt nicht sein. Er sagte am Telefon einfach nur, Arschloch, und legte auf. Im Ernst, also das gibt's gar nicht. Ich war komplett baff und hab gedacht, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was macht man denn da? Klar, ich wusste ja nicht, wie der heißt. Ich kann natürlich auch irgendwo nochmal anrufen und mir dann irgendwie hier mein Herzbändel dann hier kaputt machen und einen mich aufregen und sowas. Aber ich gedacht, nee, Moment. Das geht, das ist unglaublich. Aber ich werde jetzt meine Zeit damit nicht vergeuden. DHL ist halt so ein großer Laden, denen ist es scheißegal, wenn ein Einzelner unzufrieden ist. Und ich habe gedacht, nee, komm, lass, alles gut. Aber für ein Video hat es noch gereicht. Schoki Banuki beschwert sich. Ist euch auch schon mal mit dem Paketdienst irgendwas passiert? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Habt ihr mit dem Telefonservice von dem Paketdienst auch schon mal irgendwie eure Erfahrungen gemacht? Positiv wie negativ? Ich bin mal gespannt. Also ich habe bis jetzt keine positiven Erfahrungen gemacht. Hammerhart, ehrlich, was da abgeht, rufst du an und wirst als Arschloch bezeichnet. Vielleicht haben sie ja recht. Naja, komm. Ja, bis zur nächsten Folge. Schoki Banuki beschwert sich. Irgendwas wird bestimmt wieder passieren. Cheerio, Miss Sophie. We'll be right back.